Ja, da bin ich weggegangen hier auf 1000 Meter. Und dann geht es also darüber hier eben zur Waldhausreibe und dann den Sommerweg hinauf zum Lusen und zur Schutzhütte. Ja, heute ist der 15. November 2020, Corona-Zeit. Ja, ich bin gerade am Weg hier auf dem Lusen. So viel Wanderer sehe ich zwar nicht, aber die Parkplätze, die Wanderparkplätze hierher, waren alle brechend voll. Aber so, da geht es eigentlich mit den Wanderern. Ist also ein fantastischer Herbsttag heute. Ja, es gibt hinauf zur Schutzhütte einen Sommer- und einen Winterweg. Ja, Sommerweg ist etwas länger, aber lässt sich wunderbar gehen. Ja, gestern war ich bei den Riesloch-Wasserfällen. Übernachtet habe ich in der Nähe von Bodenmais. Klause nennt sich das. Ein wunderschöner Waldparkplatz, Wanderparkplatz. Ganz ruhig, nur zu empfehlen. Der Weg zu den Riesloch-Wasserfällen war im Anstieg relativ schwierig, steinig, glitschig, matschig. Also Trittsicherheit war auf jeden Fall gefragt. Aber mit Stöcke ist schon gegangen. Das war der Moment, wo man nur eine Dreiviertelstunde zum Parkplatz braucht. Ja, das war jetzt ja gerade die sogenannte Glasarche im Waldmeer am Fuße des Lusen. Weiter geht's. Ja, das ist der Lusen, 1335 Meter hoch mit seiner bekannten Steinplatte da oben. Da gehen ja Menschenmassen rauf. Ich glaube, ich bin am Mount Everest. Na, hoffentlich liegen keine Sauerstoffflaschen rum. Ja, es geht schon ordentlich hoch da. Ja, nicht umsonst heißt dieser Steig Himmelsleiter. Ja, die Himmelsleiter ist eine echte Herausforderung. Ich bin ja gespannt, wer mich dann oben erwartet. Weiter geht's. Und daneben ganz still. Ja, die Baumgrenze habe ich jetzt erreicht. Jetzt geht es noch über das Meer der grünen Steine bis zum Gipfelkreuz. Jetzt haben
ganz im Auf. Jetzt habe ich es bald geschafft. Die letzten Meter. Es war schon eine Herausforderung, sage ich euch. Geschafft. Ja, jetzt bin ich wieder herunten. Es war eine super Tour, anstrengend. Rauf 1,5 Stunden, eine Sicht, unglaublich. Es hat sich wirklich gelohnt, diese Anstrengung. Der Abstieg war natürlich schneller geschafft. In einer Stunde war ich herunten. Also war da am Gipfel 1373 Meter. Dann runter die anstrengende Strecke zur Glaseiche. Und dann weiter zur Waldhausreibe. Und da bin ich jetzt, und das gehe ich nur 1,5 Kilometer zu meinem Auto auf dem Wanderparkplatz in Waldhäuser. So, geschafft. Der Wanderparkplatz ist natürlich gerammelt voll, ne? Ja, ich denke, einen Kaffee habe ich mir jetzt verdient.